Hallo und herzlich willkommen zurück bei A New Beginning from Daedalic Entertainment. Wir sind endlich auf der Forschungsstation angekommen und während Faye hinter dem Vorhang untersucht wird, schauen wir uns ein bisschen die Krankenstation dieser Forschungseinrichtung an. Jetzt ist mein Mauspad hier verrutscht, muss ich mal ein bisschen richten. So, und was haben wir denn jetzt hier alles zu entdecken? Ja, hier gibt es Bilder, dann schauen wir uns erstmal die Bilder an. Das obere hat Duwe vor langer Zeit gemalt, das untere nicht. So, das ist ein Haus und es scheint zu brennen. Das obere hat Duwe vor langer Zeit gemalt, das untere nicht. Aha. So, es gibt hier kleine Zettel an der Wand, hier gibt es eine Schublade. Sieht aus wie die Schränke in den Krimis, in denen sie die Leichen lagern. Öffnen. Dickflüssiges Zeug. Ich klaue einem Arzt das Blut. War das früher nicht mal andersherum? So. Also wir haben jetzt ein Päckchen, ein Röhrchen mit Blut, oder was? Blutprobe. Gut, dann schauen wir uns noch mal weiter um. Was gibt es denn noch hier zu entdecken? Welcher Gegenstand lässt uns denn hier in der Geschichte noch ein bisschen weiterkommen? Hier ist ein Aktenschrank. Den öffnen wir. Nee, den sehen wir uns zuerst mal an. Das ist der Schrank mit den Patientenakten. Unter anderem mit meiner. Aha, öffnen. Dann such doch mal nach deiner Akte. Das ist der Schrank mit den Patientenakten. Unter anderem mit meiner. Wir durchsuchen ihn. Ah ja, da ist sie ja. Ben Svensson, geboren... Schwere Depressionen, Burnout... Etc., etc. Von weiterer Beschäftigung wird abgeraten. War das wirklich erst vor 2 Jahren? Das ist der Schrank mit den unter anderem... Ja. Ich dachte, wir können die vielleicht mitnehmen. Dann machen wir erst wieder zu. Und hier drüben müssen wir, glaube ich, auch zumachen. Damit nicht auffällt, dass wir schon mal da waren. So, was haben wir denn hier noch zu entdecken? Hier ist Aktenschrank. Können wir hier vielleicht verschiedene öffnen? Nee. Okay, hier oben, das ist ein Kabel. Man muss ja hier immer alles beachten. Hier ist ein Bett. Ansehen. Die Matratze ist durchgelegen, sie quietscht und man ist meilenweit entfernt vom Tageslicht. Auch nach 2 Jahren kann ich dieses Bett nicht mehr sehen. Okay, hier, was ist das? Gesundheitspass? Nur wer so einen Wisch vorweisen kann, darf auf die Bohrinsel. Der Doc hat ihn schon ausgefüllt, jetzt fehlt nur noch der Stempel. Ärzte und ihr Papierkram. Da wird ein Stempelkissen schon mal so wichtig wie ein Skalpell. Furz trocken, wie Bürokratie eben so ist. Wir könnten natürlich jetzt eine Blutprobe da drauf schütten und könnten damit Blut stempeln. Sollen wir das wirklich versuchen? Eine drastische Maßnahme, aber die Zeit drängt. Jetzt habe ich Blut an den Händen. Also es hat ja schon mal funktioniert, aber ich kann den Stempel nicht nehmen. Hier war wohl ein Schreibtischtäter am Werk. Wir könnten also den Pass nehmen. Und, das... Na gut. Der Doc hat ihn schon ausgefüllt. Jetzt fehlt nur noch der Stempel. Gut, wir nehmen den und drücken ihn auf das Stempelkissen. Macht man eigentlich andersrum, aber naja. Etwas makaber, aber es hat geklappt. Gut. Also, was können wir denn hier noch machen? Damit haben wir ja alles Mögliche hier...
Faye starrt den Doc an, als wolle er sie erschlagen. Dabei will er nur ihre Kniereflexe testen. Doc, ich brauche einen abgestempelten Pass, sonst lässt mich Barney nicht zur Präsentation. Sie bekommen ihn, sobald ich Ihre Freundin untersucht habe. Hey, das blendet! Würden Sie bitte aufhören, die Augen zuzukneifen? Ich muss Ihre Pupillen überprüfen. Nein, meine Augen bleiben zu. Oh, das dauert wohl noch. Wenn ich rechtzeitig zur Präsentation will, muss ich mich darum kümmern. Also gut, hier geht's raus. Dann gehen wir doch mal, was ist das noch? Nee, das kann man auch nicht untersuchen. Was gibt es noch hier zu entdecken? Man muss hier mal genau gucken, dass man auch alles findet. Alles im Lot, Bent? Wo ist deine Begleitung? Sie wurde aufgehalten. Das ist schlecht. Die Präsentation ist fast vorbei. Hast du den Pass? Hier, Barney. Das ist dann alles. Darf ich jetzt durch? Okay. Name drauf, Stempel drauf. Alles klar. Dann kann das große Comeback ja endlich starten. Ha. Puh. Nervös? Wieso das denn? Es ist immerhin 2 Jahre her, seitdem du deinen Sohn das letzte Mal gesehen hast. Ach, Quatsch. Ich bin doch nicht nervös. Ja? Kannst du schon mal vorgehen? Ich müsste noch mal kurz für kleine Weltverbesserer. Was denn? Ich muss doch nur aufs Klo. Ich bin nicht nervös. Aber klar doch, Bent. Aber klar doch. Dr. Swenson, wie sage ich es am nettesten? Was Sie uns hier gerade erzählen, ist durchdrungen von banalen Allgemeinplätzen und esoterischem Hokuspokus. Wir wissen, dass uns das Erdöl irgendwann ausgehen wird. Wir wissen auch, dass es dann einen enormen Energiehunger zu stillen gilt. Es ist auch klar, dass sich irgendwelche Spinner regelmäßig über unser Klima Sorgen machen, wenn man ihnen funktionierende Lösungen anbietet. Was wir nicht wissen ist, warum wir zum Teufel hierher gekommen sind. Von was für einer Wundertechnologie sprechen Sie, wenn Sie behaupten, all die Probleme dieses Planeten auf einmal lösen zu können? Vielen Dank für das Stichwort, Herr Indes. Ich spreche von einer Technologie, die keine Emissionen verursacht. Eine, die leicht zu vervielfältigen ist und die in jedem Haushalt stehen kann. Und die so effektiv ist, dass... Habe ich Sie richtig verstanden? Ihr Wundergewächs steht beim Endverbraucher im Garten? Ja. Das Zauberwort heißt Reproduktion. Mit einer kleinen Anlage, die auf jeden Balkon passt, kann sich jeder Haushalt autonom mit dieser absolut umweltfreundlichen Energie selbst versorgen. In einem Prozess, der Nitrogenase genannt wird... Er meint wohl Hydrogenase. Gut. In einem Prozess, der Hydrogenase genannt wird, erzeugen Cyanobakterien aus Licht, Luft und Wasser energiereichen Sauerstoff. Der Wirkungsgrad der Energieausbeute erzielt aber Werte um die 0,08%. Was? Das stimmt nun wirklich nicht. Es sind 0,8%. Möchtest du vielleicht den Vortrag halten, Vater? Vielleicht können wir uns dieses peinliche Familiendrama etwas abkürzen. Für mich stellt sich immer mehr die Frage nach dem Geschäftsmodell. Wenn man ihre Algen wie Schnittlauch auf dem Balkon züchtet, was verkaufen wir dann den Kunden? Schließlich will niemand von uns die Energie verschenken, oder? Ja, nein. Der Endverbraucher benötigt natürlich die Technologie, um die Algen zu züchten und den Wasserstoff abzuführen. Sowohl die Tiere als auch das Equipment sind von uns patentiert. Auch die Brennstoffzellen zur Umwandlung müssen eingekauft und gewartet werden. Aber das gehört alles auch schon zum kaufmännischen Teil unserer Präsentation. Darum schlage ich vor, dass wir eine kurze Pause machen, damit wir im Anschluss direkt in die Kalkulation einsteigen können. Ich würde diese Bakterie gerne mal in Aktion sehen. Oder das. Nach der Pause werden wir Ihnen die Blaualge präsentieren, um dann in die Kalkulation einzusteigen. Um Punkt 2 sehen wir uns wieder. Vielen Dank. Das war ja was. Und wo ist Duwe überhaupt so schnell hingelaufen? Er hätte wenigstens Hallo sagen können. Nimm es ihm bitte nicht übel. Erst die Aufregung mit der Präsentation und dann taucht auch noch sein Vater völlig unangemeldet auf. Er ist einfach etwas überfordert. Er hat sich nichts vorzuwerfen. Er hat seine Sache gut gemacht. Es ist vielmehr dieser Indes, der mir Sorgen macht. Emilio Indes ist ein Geschäftsmann. Er muss solche Fragen stellen. Nein, nein. Meine Eingeweide sagen mir, er hat irgendetwas vor. Und ich werde diesen Raum erst verlassen, wenn ich herausgefunden habe, was. Ach so, jetzt sollen wir wieder. Manchmal kommt es zu überraschend, dass man dann plötzlich wieder selber dran ist, nachdem so eine lange
Sequenz war. Wir haben hier Wasserflaschen, die schauen wir uns erstmal an. Stilles Wasser. Gesünder als Fruchtbowle und Champagner. Okay, wir nehmen was. So, was haben wir denn hier vorne? Wir haben hier einen Computer oder wir haben hier zwei Computer, ziemlich alte Systeme und hier ein was auch immer. Was haben wir denn noch so hier? Das ist ein Zeigestock. Mein alter ausfahrbarer Zeigestock. Erstmal alles mitnehmen, was wir so finden. So, da gibt es einen Knopf, den wir uns ansehen. Die Steuerung für den Vorhang. Okay, drücken. Er klemmt. So, Mann und Frau. Das ist natürlich sehr interessant. Wir gucken uns erstmal den Mann an. Er sieht aus wie eine Mischung aus naiven Touristen und skrupellosem Geschäftsmann. Wir nehmen ihn mit, sprechen ihn an. Und? Was sagen Sie zur Bakterie? Ich sage, das dauert mir alles zu lange. Ich will endlich was sehen. Gedulden Sie sich. Nach der Pause ist es soweit. Gut. Ich habe nämlich nicht den ganzen Tag Zeit. Meine Frau und ich haben später noch eine Whale-Watching-Tour gebucht. Und das will ich unter keinen Umständen verpassen. Ich versichere Ihnen, Sie werden die Wartezeit nicht bereuen. Wir werden sehen. Okay, wir sprechen mal mit der Frau oder wir gucken sie uns erstmal an. Ein violettes Jackett. Reizend. Gefällt Ihnen die Präsentation soweit? Oh ja, es ist alles ganz reizend. Besonders der Hubschrauberanflug war fantastisch. Ich meinte die Cyanobakterie. Überzeugt sie die Technologie? Nach der Pause soll es ja eine Live-Vorführung geben. Wenn die ähnlich spektakulär wird wie die Anreise, dann stehen Ihre Chancen gut. Sie erwarten eine Show? Ja, beeindrucken Sie uns, dann bekommen Sie auch unser Geld. Ja, was soll man da sagen, gell? So, was haben wir denn hier? Da ist Indes und der Vorhang, den schauen wir uns, gucken wir es mal an. Er klemmt. Okay, hier ist Indes, wir schauen. Indes schließen? Was tuscheln die beiden da? So, wir können wir da rausgehen? Nee, das ist nicht das Zeichen fürs Rausgehen. Was haben wir denn sonst noch hier? Wir sprechen nochmal mit Barney. Also wir gucken ihn erstmal an. Barney gibt sich unbesorgt, aber ich kenne ihn lange genug, um zu wissen, dass das nicht stimmt. So, dann sprechen wir ihn mal an. Barney, kann ich dich was fragen? Klar, schieß los. Was macht dieser Indes überhaupt hier? Er war auf einer Klimakonferenz in Oslo und muss da von unserer Forschung erfahren haben. Jedenfalls hat er mich danach gleich angerufen, um einen Termin zu vereinbaren. Dieser Mann ist einer der größten Umweltsünder unseres Planeten. Ich weiß. Aber wenn er am Ende unser einziger Investor ist... Dann verkaufen wir unsere Seele an den Teufel. Bent, ich weiß, du hörst das nicht gern, aber ich betone es immer wieder. Manchmal. Manchmal muss man eben Kompromisse eingehen, wenn man Gutes tun will. Wer sind die beiden am Tisch? Das sind Mr. und Mrs. Wagner von Wagner & Wagner in Vancouver. Sie sind extra aus Kanada hergekommen? Nicht ganz. Sie hatten sich ein Ferienhaus an einem Fjord gemietet, als sie von der Präsentation erfuhren. Na, hoffentlich sehen Sie das hier nicht als Tagesausflug. Das Letzte, was wir jetzt brauchen, sind Touristen. Was wir brauchen, sind Leute mit Geld. Und die beiden haben Geld wie Heu. Also bitte sei nett zu ihnen. Okay, naja. Also ich weiß nicht. Ja, also sie sehen das, glaube ich, schon als Tourismusausflug. Aber wir fragen mal weiter. Wer ist der Mann in dem weißen Gewand? Das ist Said Yanzir. Er ist Buchhalter eines der größten Ölmagnaten im Mittleren Osten. Bloß ein Buchhalter? Was hat ein Buchhalter denn schon zu entscheiden? Sein Chef wollte erst selbst kommen, hat dann aber kurzfristig abgesagt. Bent, die Zeiten sind schlecht. Wir müssen nehmen, wen wir kriegen können. Das sind ja Aussichten. Was ich mich die ganze Zeit frage, also es sieht ja so aus, als ob diese Technologie sich auf gar keinen Fall durchsetzen wird und als ob die Leute, die Geld haben, es verhindern wollen, dass sich hier diese Technologie durchsetzt. Wie hat es denn später die Technologie von Svensson geschafft, dann doch so marktführend zu werden, ja?
Wie haben die das geschafft? Na gut, durch die Explosion wird wahrscheinlich die Energie, ja, die Atomenergie und so ins, ja, schlechten Ruf bekommen und so. Ja, aber trotzdem, dass sich dann so eine Technologie durchsetzt, also normalerweise erwartet man ja dann, dass es dann heißt, na, das waren die Umweltschützer, die haben das boykottiert und so weiter, und dass sich dann so eine Alternative hier durchsetzt und später dann in den ganzen Zeitmaschinen eingebaut ist, das finde ich schon Wahnsinn. Also wir müssen, glaube ich, der Sache nicht ganz so, also ich glaube, es ist nicht ganz so schwer, die Sache anzuschubsen, denn wenn es sich später sowieso durchsetzt, dann fehlt jetzt nur noch das i-Tüpfelchen sozusagen. Jetzt fragen wir mal weiter. Wer ist der Mann mit der gelben Weste und der Krawatte? Wo war der denn? Wo war denn hier ein Mann mit gelber Weste und Krawatte? Habe ich den übersehen? Saß der auf der Seite hier? Naja, wir fragen einfach mal. Wer ist der Mann mit der gelben Weste und der Krawatte? Sein Name ist Kevin Krenz. Er macht gerade Praktikum bei uns. Und? Hat er was drauf? Schwer zu sagen. Die meiste Zeit läuft er nur rum und macht sich irgendwelche Notizen. Wenn ich es nicht besser wüsste, würde ich meinen, er recherchiert für einen Roman. Klar, er will schon eine Geschichte über Typen wie uns schreiben. Ja, guter Einwand. Aber du weißt ja, Spinner gibt es immer und überall. Oder er macht Spionage. Das könnte natürlich auch sein. Ich mach dann mal weiter. Viel Glück. So, jetzt geh mal zur Tür raus. Ich gehe hier erst weg, wenn ich weiß, was dieser Indes vorhat. Okay, dann müssten wir hier drüben rausgehen. Da ist ein Stopper. Den sehen wir uns mal an. Der Vorhangstopper hat sich verkeilt. Damit macht er seinem Namen alle Ehre. Okay, wir entfernen. Um dort ranzukommen, gibt es nur eine Möglichkeit. Sie wollen doch nicht etwa auf den Stuhl steigen? Doch. Wieso fragen Sie? Nun, ich hielt Sie für einen Gentleman. Einen Mann mit Format. Jemand, den ich und mein Ehemann gerne finanziell unterstützt hätten. Auch ein Gentleman steigt mal auf einen Stuhl. Bitte, lassen Sie uns nicht streiten. Ich habe meine Meinung gesagt. Machen Sie daraus, was Sie wollen. Wenn ich unsere Investoren nicht vergraulen will, muss ich mir wohl etwas anderes überlegen. Das ist ja kein Ding, wir haben ja immer noch den Zaunstock, den nehmen wir und ziehen damit den Stopper raus. Durch bloßes Anstoßen bekomme ich den Stopper nicht rausgedreht. Das hingegen, Was kann man denn den Stopper noch machen? Entfernen und ansehen. Der Vorhangstopper hat sich verkeilt. Damit macht er seinem Namen alle Ehre. So, wir gehen mal nach draußen. Was halten Sie von der Präsentation, Mr. Indes? Glauben Sie, diese Blaualge ist eine Investition wert? Dieses Gewächs? Nie im Leben. Aber das hätte ich Ihnen auch schon vorher sagen können. Wenn Sie das schon wussten, warum sind Sie dann hier? Ich bin hier, um ein Ärgernis zu beseitigen. Ein Ärgernis so klein wie eine Mücke und so penetrant wie ein Stein in meinem Schuh. Und so aufdringlich wie ein übergewichtiger Norweger, der sich in Dinge einmischt, die ihn nichts angehen. Reden Sie ruhig weiter. Lassen Sie sich von mir nicht stören. Von was für einem Ärgernis sprechen Sie? Ich erzähle es Ihnen, wenn wir wieder allein sind. So, aber wir gucken uns zuerst mal das Vogelnest an. Die kleinen Belger haben Hunger. Na, ihr kleinen, Vögel, was habt ihr denn? Ich dachte, ich wäre besser mit Kindern. Sie frisst zwar Strom, ist aber sonst absolut umweltverträglich. Was anderes käme mir auch nicht ins Haus. Okay, was gibt es hier noch? Wir können uns mal Indes ansehen. Was hecken die beiden bloß aus? Belauschen. Von hier aus wird das nichts. Die machen doch keinen Mucks, solange ich direkt neben ihnen stehe. Meinst du, die haben dich entdeckt oder was? Sehen Sie nicht, dass wir uns gerade unterhalten? Doch. Und da dachte ich stelle mich einfach dazu. Sie sind hier nicht erwünscht. Damit hätten wir wohl beide das gleiche Problem. Sparen Sie sich die Sprüche und hauen Sie ab. So, der Scheich. Wir sehen ihn uns an. Was hecken die beiden bloß aus?
Wir belauschen ihn. Von hier aus wird das nichts. Die machen doch keinen Mucks, solange ich direkt neben ihnen stehe. Wir reden mit dem Scheich. Was habe ich Ihnen gerade gesagt? Dass Sie Menschen nicht ausstehen können und lieber ein Kamel geworden wären. Verschwinden Sie. So, wir haben eine Wasserflasche. Vielleicht können wir die hier für die Vögel, aber die brauchen eher Würmchen oder sowas, ha? Habt ihr Durst? Nein? Dann bekommt ihr auch nichts zu trinken. Ja. So, wir haben hier immer noch unser Plastiknetz. Den Zeigestock. Ich glaube, so kommen wir nicht weiter. Wir müssen hier mal gucken, ob es hier noch irgendwas zu holen gibt. Scheich, Indes. Nun ja, ich würde sagen, wir schauen in der nächsten Folge mal, wie wir die beiden am besten belauschen können und wie wir den Vorhang schließen. Wir müssen ja oben irgendwie diesen Stopper rauskriegen. Und bis dahin sage ich erstmal, macht's gut und bis morgen. Ciao.